Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und es geht weiter beim Saisonrückblick und zwar mit dem Aufsteiger aus Köln. Der erste FC Köln ist heute an der Reihe. Wir gucken auf die wirklich starke Zweitligasaison, die der erste FC gespielt hat. Wir gucken auch darauf, wie eigentlich der Tabellenverlauf war, also wo lagen die Stärken, wo die Schwächen der Saison und wie kann man diese auch letztendlich bewerten. Erst einmal beginnen wir aber mit der Erwartung, die man an den Absteiger der vergangenen Bundesliga-Saison oder an der vorherigen Bundesliga-Saison hatte in der zweiten Liga. Denn klar war, der erste FC Köln gehört nicht in die zweite Bundesliga. Der Kader ist eigentlich auch zu gut für die zweite Bundesliga. Man will direkt wieder aufsteigen. Der Aufstieg war das klare Ziel, am liebsten über die Meisterschaft. Also man hat schon gesagt, man würde sehr, sehr gerne Erster werden, wenn man aber weiß, dass mit dem HSV ein weiteres starkes Team in zweite Liga spielt. Minimum Platz 2, das muss es aber dann eben auch schon werden. Schauen wir uns mal den Tabellenverlauf der Kölner an, woran man sehr, sehr gut erkennen kann, wie stark diese zweite Ligasaison wirklich war. Natürlich muss man vorneweg noch sagen, dass die anderen Konkurrenten wie Hamburg, wie Union Berlin, Paderborn, Heidenheim, allesamt, die oben mitgespielt haben, schon wirklich auch oftmals die Schwächelphase hatten, ebenso wie Köln, die ja auch am Ende nochmal ordentlich Punkte liegen gelassen haben, aber trotzdem wurde der Aufstieg nicht mehr gefährdet, weil eben die anderen Teams auch schwach waren. Deswegen hätte man in einer anderen Saison vielleicht zweite Liga gespielt, wäre es enger gewesen. Aber man sieht hier, man muss gar nicht wirklich spezifisch auf Einzelergebnisse eingehen, denn der Saisonstart war ein bisschen holprig. Man hat auch mal zwei, dreimal unentschieden gespielt, dadurch war man dann auch zwischenzeitlich mal auf Platz 4. Aber ab dann wirklich immer auf Platz 1 oder 2 gewesen. Es gab nochmal ganz kleinen Durchhänger bei dem Spiel gegen Heidenheim, danach war man dann eben Dritter. Aber danach nur noch auf Platz 2 oder auf Platz 1. Man ist dann marschiert auf den ersten Platz nach den Spielen gegen Pauli, Paderborn und Sandhausen. Ab damit war man eben Erster und diesen ersten Platz hat man sich, wie man hier wirklich auch gut sehen kann, nicht mehr nehmen lassen. Man hat sich den erkämpft, man wollte ihn unbedingt haben und man hat ihn dann eben auch verteidigt. Wie gesagt, am Ende gab es nochmal eine kleine Schwächelphase, wo man nochmal Punkte liegen gelassen hat. Das hat dann eben auch Trainer Markus Anfang den Job gekostet. Aber sie haben es dann auch letztendlich souverän über Linie gebracht und sind eben Erster geworden. Genau das, was man eben auch wollte. Gucken wir uns mal eine Top 11 der Saison an, wie man sie aufstellen könnte. Es war nicht so ganz einfach, denn es gab jetzt nicht auf jeder Position einen, der extremst überzeugt hat. Dafür zum Beispiel im zentralen Mittelfeld mehrere, die überzeugt haben. Es wurde ja auch oftmals, vor allem auch zu Beginn, mit Dreierkette gespielt. Habe ich jetzt hier mal verworfen, sondern eben mit Viererkette, aber sollte jetzt nicht wirklich stören. Timo Horn im Tor, ganz klar, 33 Spiele gemacht, war sicherlich der beste Keeper oder einer der besten Keeper auf jeden Fall in der zweiten Liga. Super Saison gespielt. Rechts hinten habe ich mich jetzt mal für Marcel Risse entschieden. Man hat ja sogar auch mit Benno Schmitz und Bader zwei wirkliche Rechtsverteidiger auch mal in den Kader geholt. Beide konnten nicht überzeugen. Risse hat da dann, wenn er gespielt hat, seinen Job auch wirklich gut gemacht. Georges Meret, eine ganz, ganz starke Zweitliga-Saison. Raphael Zichos, der mit Trainer Markus Anfang von Holstein Kiel gekommen ist, mit seinem linken Fuß, hat er vor allen Dingen auch einen wichtigen Part in meiner Dreierkette übernommen, hat eine wirklich gute Saison gespielt. Jonas Hector, wie man es erwarten konnte, sehr, sehr stark als Führungspersönlichkeit, ganz wichtig auf dem Feld, entweder im zentralen Mittelfeld oder eben auch noch links hinten. Doppel-6, für mich auf jeden Fall Marco Höger, ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Mittelfeld, war wirklich auch der Kämpfer, den man auch in der zweiten Liga braucht. Johannes Geis neben ihm, der erst im Winter gekommen ist, aber in der Rückrunde auch durchaus gezeigt hat, dass er eine Verstärkung war. Sein Vertrag wurde ja aus seiner Sicht sicherlich leider nicht verlängert. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall hat er sicherlich Köln stark dabei geholfen, den Aufstieg zu packen. Dann die beiden Flügelspieler sind eigentlich beide Zehner, aber sie können eben auch links und rechts spielen. Zum einen Dominik Drexler, ein Superscorer, ein ganz, ganz wichtiger Spieler für den ersten FC Köln, was der für Tore gemacht hat, viele, viele Tore auch vorbereitet hat. Da war schon der Transfer eine richtig gute Entscheidung und Louis Schaub, der von Rapid Wien gekommen ist, überraschenderweise, also wenn er in die zweite Liga geht, aber er hat gezeigt, dass er sicherlich auch in Zukunft noch für den ersten FC Köln ein ganz wichtiger Mann sein kann. Und jetzt kommen wir zur Sturmspitze und die ist natürlich überragend. Und hier fehlt sogar noch Anthony Modest, der auch seine Tore gemacht hat in der kurzen Zeit, wo er da war. Simon Terodde, überragende Saison gespielt. John Córdoba, auch er hat in der zweiten Liga endlich mal gezeigt, wie gut er auch zum ersten FC Köln passt. Hoffen wir mal für beide, dass sie es jetzt auch in der ersten Liga zeigen können. Aber ich denke mal, diese Top 11 macht schon durchaus Sinn. Kommen wir nun zum Spieler der Saison. Also wer war eigentlich der beste Kölner? Und das darfst wie immer du entscheiden. Also stimm mal gerne ab, wer von diesen 5 Spielern, die ich zur Auswahl gestellt habe, für dich der Beste war. Zum einen John Córdoba, auch wenn er viele Tore gemacht hat, war er ja nicht der Torschützenkönig von Köln. Das war eben Simon Terodde, aber trotzdem super Saison gespielt. Auch es hat perfekt gepasst. Córdoba, Terodde, Modest vor allen Dingen dann auch am Ende nochmal
das hat schon wirklich, stimmt da einfach. Diese Chemie zwischen den drei Stürmern, das haben zwar meistens zwei, wenn nicht nur sogar einer gespielt, aber trotzdem vor allem auch mit Córdoba und Tirole hatte man vorne schon Sturmduo der Extraklasse. Timo Horn, ein sicherlich viel zu guter oder viel zu starker Keeper für die zweite Liga, das ist klar. Er wollte dieses eine Jahr nochmal mitmachen mit dem 1. FC Köln, um dann wieder mit Köln Bundesliga zu spielen. Genau das hat er geschafft. Überragende Saison gespielt. Dominik Drexler, habe ich schon gesagt, was der vor allen Dingen auch in Sachen Vorlagen geleistet hat, war schon wirklich überragend. Und Georges Meret, womöglich für mich auf jeden Fall einer der besten Innenverteidiger im letzten Jahr in der zweiten Liga, hat eine super Saison gespielt. Und ich denke mal, aus diesen fünf Namen ist es gar nicht mal so einfach, den Besten rauszusuchen, weil wirklich alle fünf eine wirklich Top-Saison gespielt haben. Kommen wir auch schon zur abschließenden Bewertung des 1. FC Köln. Wir wissen ja vorhin noch, was die Erwartung war, und diese Erwartung wurde voll und ganz erfüllt. Es war ein souveräner Aufstieg, auch wenn es natürlich zur Ende oder zur Endzeit von Markus Anfang nochmal etwas eng wurde. Also hat man dann schon noch so ein bisschen Angst gehabt, dass man mit weiteren Niederlagen noch zumindest den ersten Platz verliert. War es im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein sehr, sehr souveräner Aufstieg. Man war immer unter den ersten dreien bis auf zwei Spieltagen. Das war dann schon wirklich überragend. Und die Meisterschaft ist natürlich dann auch noch die Krönung da drauf. Man wollte aufsteigen, man wollte mindestens Zweiter werden. Am Ende holt man auch noch die Meisterschaft. Das ist natürlich das Beste, was du erreichen kannst. Und deswegen gibt es von mir auch die Note 1. Denn Köln hätte es nicht besser machen können. Klar, es gab ein paar Schwächelphasen, vor allem, wie gesagt, als Markus Anfang eben noch da war. Trotzdem, die Erwartung wurde voll und ganz erfüllt. Man ist sogar noch Meister geworden. Und somit denke ich, geht die Note 1 auch vollkommen in Ordnung. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem FC Augsburg Mainz 05 oder dem SC Paderborn. Stimmt gerne ab und dann sehen wir uns genau dort wieder.